schwarz-grüne Landesregierung bewogen, Lützerath aufzugeben. Als Wählerin und grüne Stadträtin in Dortmund ist es für mich bitter und noch immer nicht vorstellbar, dass Lützerath durch eine Landesregierung mit grüner Beteiligung geräumt werden soll. Warum müssen wir Grüne Lützerath opfern und wofür? Waren es nicht die Androhung von Barfus, die Androhung von Schadensersatzklagen, mit denen RWE Druck auf die Landesregierung ausgeübt hat? Und haben wir wirklich einen Energiemangel? Wir müssen unseren Verbrauch den physikalischen Realitäten anpassen. Unser Klima ist schon destabilisiert. Die 1,5 Grad werden wir 2030 erreichen. Wir haben keine Zeit mehr, erst langsam auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen. Wir müssen unsere Emissionen jetzt senken, damit wir in 10 bis 20 Jahren nicht in einer Situation landen, in der wir Katastrophen wie an der A und der Dürreperioden Jahr für Jahr, Monat für Monat immer wieder haben und die Schäden nicht mehr rechtzeitig auffangen können und die Menschen nicht mehr rechtzeitig auffangen können, die dort zu Schaden kommen, die verletzt werden, die Angehörige verlieren. Wieso ist unsere Landesregierung, wieso ist ganz Deutschland, der am fossilen Tropf hängende Wohlstand, der sich zudem bei einer immer kleineren Menge Minderheit, bei immer einer kleineren Minderheit konzentriert, wichtiger als an alle Menschen zu denken. Auch an jene, die infolge unserer zerstörerischen Lebensweise hungern, ja verhungern oder in die Flucht getrieben werden. In Ostafrika haben 250.000 Kinder infolge der Dürre in den letzten Jahren nicht einmal ihren fünften Geburtstag haben feiern können. Irgendjemand Ansprechpartner hier? Mit wem kann ich reden? Was für ein Elend für diese Kinder und ihre Eltern und ihre Geschwister. Ich bin nicht mehr bereit, das hinzunehmen. Ich bin nicht mehr bereit, davon zu schweigen und zu warten, bis irgendwann der Emissionshandel wirkt und wir einen höheren CO2-Preis bekommen. Was uns schon seit fast 2 Jahrzehnten versprochen wurde. Woher nehmen wir die Sicherheit, dass dann keine Krise, kein Krieg uns von dem Vorhaben abbringen wird, Energie teurer zu machen, um Energie zu sparen? Es wird Krisen geben und sie kann die Regierung dann wieder zwingen, Energie doch billig zu halten, solange es irgendwie geht. Und irgendwann haben wir dann den Absturz hier und können unser Klima nicht mehr retten. Und wieso glauben wir eigentlich, dass Hunger, Armut und Katastrophen immer nur die anderen treffen werden? Ja, wir selber waren ja vielleicht nicht an der A, als dort das Unglück passierte. Aber nichts spricht dafür, dass wir sicher sein können, dass uns und unsere Verwandten und Freunde verschont bleiben. Erinnern wir uns an die Flut im letzten Jahr an der A. Erinnern wir uns an die lange Dürre im Sommer, während der Rhein fast trocken fiel. Und wie lange schaffen wir es noch, mit Milliarden einzuspringen, wenn uns die nächste und übernächste Flutkatastrophe oder die nächste Dürre heimsucht? Und was zahlen wir jenen Menschen im globalen Süden, die schon lange all diese Katastrophen erleiden? Da feilschen wir um jeden Euro. Das ist beschämend, das können wir nicht weiter hinnehmen. Die Wahrheit ist, wir haben uns viel zu lange vertrösten lassen mit Schlagwörtern wie E-Mobilität, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaneutralität. Wir glauben, wir könnten den Klimaschutz immer weiter aufschieben, noch ein paar Jahre die Erneuerbaren ausbauen, bevor wir endlich runtergehen mit den Emissionen.
Was können wir tun, um mit deutlich weniger Energie zurechtzukommen? Denn wir müssen runter mit dem Verbrauch. Das heißt, wir müssen schauen, welche Industriezweige wir wirklich brauchen und welche unsere Gesellschaft sich noch leisten will. Wenn etwa die Produktion von Glas viel Energie verbraucht, warum führen wir nicht ein Wiederverwertsystem mit einer genormten Flaschengröße für alle Produkte ein? Wir müssen unseren Verbrauch reduzieren und dann mit der erneuerbaren Energie auskommen, die wir jetzt haben. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir auch die Erneuerbaren nicht immer weiter ausbauen können, weil wir auch noch andere Mitgeschöpfe auf diesem Planeten haben, die ein Recht haben zu leben und auf die wir im Übrigen ja auch angewiesen sind. Und wie traurig wäre das? Wie traurig ist dieses Artensterben? 150 Arten Tag für Tag, das ist nicht fassbar. Wo können wir verzichten? Auf Privatjetflüge zum Beispiel, auf Inlandflüge, auch die Flüge ins europäische Ausland sind nicht nötig. Führen wir endlich das Tempolimit ein und ermöglichen wir eine günstige Mobilität mit einem 9-Euro-Klimaticket. Wir brauchen eine Mobilität, in der es nicht vor allem um Schnelligkeit geht, sondern um einen sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen. Und der muss eingeübt und eingefordert werden. Und zwar auch von denen, die es sich finanziell leisten können, Energie zu verschwenden und sie nochmal zu verschwenden. Die bisherige Klimapolitik ist gescheitert. Wir haben es nicht geschafft, die Welt vor dem 1,5-Szenario zu bewahren. Wenn wir unsere Ökonomie auf dem aktuellen Niveau halten und klimapolitisch nicht neue Wege einschlagen, jagen wir weiter auf eine 2 Grad wärmere Welt zu. Und das ist nicht hinnehmbar. Eine solche Welt birgt das Risiko, dass wir infolge des Eintretens von irreversiblen Kipppunkten einen ökologischen Totalkollaps erleben. Ich erwarte von meiner Partei, ich erwarte von Ihnen, Mona Neubauer, und Ihrem Klima- und Wirtschaftsministerium, dass Sie sich dieser Realität, dieser physikalischen Realität, dieser furchtbaren Gefahr, die damit verbunden ist, stellen. Diese Gefahr, die uns Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten vor Augen führen. Braunkohle aus Lützerath, Solarstrom und Wasserstoffenergie aus Namibia, das kann und darf keine Lösung für Deutschland sein. Wir wollen kein Landgrabbing, keine neokoloniale Politik, sondern eine, die sich endlich ernsthaft aus der Wachstumswirtschaft verabschiedet und Klimaschutz, die Schonung der Ressourcen und den Schutz der ökologischen Vielfalt und den Schutz unserer aller gemeinsamen Lebensgrundlagen an die erste Stelle setzt. Vielen Dank.